Wir wollen unser Ziel erreichen. Unser Ziel ist ein Komet. Das Team fordert dich jeden Tag und du musst immer vorausdenken. Du kannst nicht morgens kommen und dich fragen, was mache ich heute? Du musst immer weit vorausplanen. Wenn Rosetta nicht wieder aufwacht, ist auch unsere Mission nicht mehr da. Aber wir werden die Daumen drücken, dass das erste Signal kommt zur Erde. An dem Tag, als Rosetta geweckt werden sollte, wollten alle sehen, dass sich die Sonde erfolgreich aktiviert. Als es dann endlich soweit war, denkst du, okay, jetzt geht's los. Und du sitzt da und wartest einfach. Du wartest, bis die Raumsonde aufhört zu rotieren, sich selbst aufheizt und bereit ist, ein Signal zu senden. Hello everybody and welcome inside the main control room, which is quite exciting. We also get a good view of the countdown clock here before Rosetta will wake up. Es braucht 45 Minuten, bis das Signal mit Lichtgeschwindigkeit von der Raumsonde zu uns kommt. Das ist ein großer Erfolg für alle. Wir haben die Sonde zurück. Jetzt müssen wir sie zum Kometen bringen. Was du sehen möchtest, ist ein klares Signal. Nach ein paar Sekunden siehst du das saubere Trägersignal. Das ist alles, was du wissen musst. Was uns da oben erwartet, wissen wir im Konkret nicht. Rosetta wird sich mit Hilfe der Navigationskamera schrittweise an den Zielkomet Churyumov-Gerasimenko annähern, bevor sie dann auf die Bahn einschwenkt, die sie letztlich zum Zielkometen bringen wird. Dann auch in einen Orbit um den Kometen gehen, ihn kartieren, ihn charakterisieren. Das erlaubt uns, einen Landeplatz auszusuchen und dann im November 2014 den Lander Philae absetzen. Philae ist der Teil der Rosetta-Mission, der wirklich zu dem Kern vordringen wird, der also wirklich die Möglichkeit haben wird, dieses unverfälschte Material aus Staub und Eis direkt vor Ort zu untersuchen. You gotta watch yourself here. Danach suchen wir. 50% des Kometen wird aus dem gleichen Material sein. Wir können uns das Wasser der Ozeane hier auf der Erde anschauen und die Zusammensetzung mit dem vergleichen, was wir auf Kometen finden. Ob es nun wie Glatteis oder mehr staubiges Eis ist, möglicherweise könnte dieses Wasser durch die Kometen zur Erde gelangt sein. Deshalb fliegen wir zu diesem Kometen, um zu verstehen, woher das Wasser hier kommt, ob es überhaupt einen Zusammenhang mit der Erde gibt. Dann zeigt sich, ob unser Leben hier mit den Kometen zusammenhängt. Wer weiß. Wir betreten in vielfältiger Hinsicht Neuland mit dieser Mission. Wir selber hier in Berlin haben drei Instrumente für diesen Lander gebaut. Die Rolis-Kamera unterhalb des Landers macht schon 6 oder 7 Bilder während der Landephase. Das Phobos-Gerät wird in den Boden reingehämmert, um die thermischen Eigenschaften zu messen. Das wird dann später durch andere Instrumente deutlich verfeinert werden, um zu wissen, was ist das überhaupt für Material unter uns. Die Sonde ist jetzt auf der Flugbahn des Kometen, aber sie hat noch nicht die richtige Geschwindigkeit, um den Kometen zu erreichen und dort zu bleiben. Wir aktivieren unsere Schubdüsen, die kleinen Raketen an Bord, und beschleunigen die Sonde, um genau die Geschwindigkeit des Kometen zu erreichen. Wir beschleunigen auf über 800 Meter pro Sekunde. Das ist richtig viel. Wir haben diesen weit entfernten winzigen Punkt gesehen und realisiert, das ist real, keine Theorie mehr. Das ist ein echter Komet. Und dieses Lichtpünktchen kommt näher und näher. Es war nicht die graue Kartoffel, die wir uns vorgestellt hatten. Das hier war viel, viel interessanter. Er besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Diese Doppelstruktur war so nicht erwartet. Und die erste Idee war natürlich gleich, wie wollen wir darauf landen? Das macht es nicht einfacher.
der viele Länder möchte nicht dann wie ein Maikäfer am Rücken liegen am Ende oder abstürzen. Und alle diese Dinge sind natürlich auf einer Kugel viel einfacher zu lösen als auf einem sehr zerklüfteten Gebilde mit Tälern, Canyons, Cliffs, Rissen und so weiter. Das sind doch erschwerte Bedingungen. Wir haben dafür hier am Länderkontrollzentrum ein entsprechendes Bodenreferenzmodell, an dem wir alle Sequenzen immer wieder austesten. Dadurch wird das Ganze etwas langwieriger, aber es muss sein. Es muss ja auch sicher sein. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird eine Landesequenz gestartet. Gleichzeitig muss der Orbiter eine bestimmte Position einnehmen, weil der Lander vom Orbiter weggeschoben wird. Sobald die Landebeine Grund fühlen, werden zwei Harpunen geschossen und dann ist der Lander erstmal mit der Oberfläche verankert. Und dann gibt es an den Füßen auch noch Eisschrauben, das heißt, man würde sich dann über dieses Schrauben so ein bisschen noch reinziehen in die Oberfläche und noch zusätzlich absichern. Aber es bleibt natürlich ein Restrisiko. Wir nutzen die Zeit, um den Kometen zu studieren. Wir haben nicht die leiseste Ahnung von der Anziehungskraft des Kometen, von den Kräften, die dort wirken. Wir müssen sie messen, dann können wir den Kometen umkreisen. Wir werden ihn kartieren. Wir brauchen eine sehr gute Karte, um zu entscheiden, wo wir landen. All das müssen wir vorher machen. Andernfalls brauchen wir nicht einmal an eine Landung zu denken. Es ist eine große technische Herausforderung. Aber wir tun das alles einzig und allein für die Wissenschaft, für nichts anderes. Wir wollen das Maximale rausholen. Den Kometen analysieren, wie es noch nie zuvor gemacht wurde. Das Interessante für die Wissenschaftler ist, die Veränderung zu erleben. Was tut der Komet, wenn er sich der Sonne nähert und immer aktiver wird, anfängt auszugasen, Jets zu bilden? Wir haben also Oberflächenteile auf dem Kometen, die sind völlig tot, inaktiv, da passiert gar nichts. Und dann gibt es einige Stellen, wo jetzt schon richtig was los ist. Im Moment verdampfen am Kometen etwa 500 Gramm pro Sekunde insgesamt an Wasser. In Sonnennähe werden es 300 Kilogramm sein. Was bedeutet das für den Lander, wenn er denn auf so einer Stelle sitzen sollte, was wir im Moment nicht wissen? Das wäre wahrscheinlich kein Garant für eine lange Lebensdauer dann. Wenn wir ein aktives Gebiet anpeilen, wo es viele Ausgasungen gibt, wo viel Material losgerissen wird, dann wird es schwierig werden, die Landeinheit dort runterzubringen. Nachdem wir alle unterschiedlichen Aspekte berücksichtigt haben für die verschiedenen möglichen Landeplätze, haben wir uns dazu entschlossen, auf dem Landeplatz J zu landen. Wir haben auch einen Reservelandeplatz ausgewählt, Seit C am Körper. Die Dinge sind so komplex, dass ein Einzelner völlig überfordert wäre, das noch zu lösen. Das ist einfach nicht beherrschbar. Da muss man wirklich miteinander diskutieren. Das kann man halt auch wirklich dann nur realisieren in großen Teams. Ja. Und das Schöne ist, es sind eigentlich alles angenehme Menschen, die bodenständig sind, mit denen man wirklich gut reden kann, die die Besten der Besten sind. Es ist manchmal richtig schwierig. Aber letztlich zeigt Rosetta, was man durch internationale Zusammenarbeit alles erreichen kann. Es ist einfach großartig, hier zu sein, hier dabei zu sein und mit all den Wissenschaftlern zu arbeiten, den Jungs, die das hier machen. Mit Leuten wie diesen hier arbeiten zu dürfen, das ist es. Sie können sich vorstellen, wie privilegiert wir uns fühlen, diejenigen zu sein, die dieses Gerät auf dem Kometen landen sollen. Aber gleichzeitig können Sie sicher verstehen, welche Verantwortung auf unseren Schultern lastet oder landet. Ich würde sagen, wir haben Jahre mit den Kollegen des Landeteams an unseren Strategien gefeilt. Vor allem mit den Kollegen von CNES und DLR. Wir haben modifiziert, abgewogen und verhandelt, um all die Beschränkungen und Ziele für die Landung unter einen Hut zu bringen. Und nun müssen wir es in die Tat umsetzen. Die Zeit ist gekommen. Activation mode ready. Characterized power.